Ja, willkommen zurück zu FTL. Wir wollen uns nochmal an diesem Spiel versuchen. Mal sehen, wie wir uns heute schlagen. Ja, ich hatte es gerade eben schon mal versucht, aber das war ein Fehlschlag. Jetzt versuche ich es mit einem anderen Raumschiff im Alleingang. Mal sehen, wie weit wir diesmal kommen. Ja, Ionenkanonen und schwerer Laser. Ansonsten sind wir auf uns allein gestellt. Gut, was haben wir denn? Unbekannte. Ach, gleich wieder die Rebellen, na super. Und Eindringlinge, yeah, das ist super, wenn wir alleine sind, aber wir haben eine Antipersonendrohne. Brauchen wir bloß ein bisschen Energie, genau. So. Schilde sind immer gut, das ist richtig. Und ja, der wird nicht lange überleben. Da brauchen wir auch nicht selber eingreifen. Naja, Feuer ist aber ganz schlecht. Mist. Hoffentlich wird sich das bald. Wir müssen jetzt eigentlich da die Luft rauslassen. Gut, solange sie die Schilde nicht angreifen, dürfte das kein Problem sein. Gut. Aber da die Waffen ausgeschaltet sind, passiert uns ja auch weiter nichts. Naja, das ist jetzt wichtiger. Naja. So, Waffen sind wieder aus. Das Feuer ist auch aus. So. Ja, diesmal sind die Schilde eindeutig dran. Und die Waffen. Bumm. So fängt das doch ganz gut an. Der minimale Schaden, den wir bisher haben, ist ja nicht so schlimm. Es geht schon mal. Aufgeben, wozu? Nee, nee, nee. Wäre ja zu schön, wenn wir die jetzt einfach am Leben lassen, nachdem sie uns angegriffen haben, ganz am Anfang. Das muss ja nun auch wieder nicht sein. Aber wenn sie uns jetzt irgendeine super Waffe angeboten hätten, hätte ich es gemacht, aber so war das jetzt nichts Tolles. Gut, wofür schlägst du uns jetzt hin? Mal sehen. Ja, gut. Das war wichtiger. Jetzt gucken wir. Okay. Und? Ach, kriegen sie Treibstoff. Oh. Okay. Jetzt haben wir eine Quest. Der können wir uns dann später widmen. Die liegt ja eh auf unserem Weg. Das ist gut. Und die Rebellen. Wieder mal, Mensch. Wer hätte das erwartet? Tja, selbe Taktik wie immer. Schilde. Oh, ja, na gut, wir haben ja noch eine Antipersonendrohne, die ist ja aktiv. Könnte nur sein, dass wir kurz aus dem Cockpit rennen müssen. Ih, wir haben ein Loch. Das ist schlecht. So, dann kümmere mich mal um den Otto. Ich bin jetzt bloß kurz raus und reingerannt, damit er möglichst die Drohne angreift, aber scheinbar hat das nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Ih, jetzt ist hier keine Luft mehr drin. Naja, gut. Egal. Sollte trotzdem alles klappen. So, Waffen sind aus. Das war unser Hauptproblem. Jetzt wäre natürlich die Drohnenkontrolle schön, aber wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Wir müssen auf jeden Fall die Waffen down halten, weil wir jetzt nicht ausweichen können. Das ist sonst ganz schlecht für uns. Aber wenn er jetzt die Drohne natürlich zerstört, dann kommt eine neue angeflogen, dann haben wir noch ein Loch. Das ist auch ganz mies. Ja. Okay, reicht schon. Alles so auf dem Level beibehalten und dann ist gut. Vielleicht kriegen wir neue Kameraden, damit Gruffe nicht ganz so alleine ist, aber momentan müssen wir das so beibehalten und immer nach demselben Muster. Schilde runter, Waffen runter. Vielleicht haben wir diesmal ja mehr Glück als bei den letzten Malen. Da hat es leider nie gereicht, bis zum Ende zu kommen. Wer weiß, wie es diesmal aussehen wird. Meine Drohne repariert sich, das ist auch gut.
Aber die reparieren ihr Drohnencenter nicht, also ist mir das auch vollkommen egal. Achso, wir sind eh schon tot, das ist auch schön. Nichts ist besser als der gegnerische Tod. Und weiter geht's. Oder? Oh, naja, 18 Skelepter können wir noch nicht viel mit anfangen. Also geht's einfach weiter. Ja, und. Ah, blau, das ist immer gut. Eine Reparaturdrohne schicken, ja, das ist auch gut. Naja, Drohnenparts sind jetzt nicht ganz so wichtig. Können wir ja neu kaufen. Der oder der? So. Ja. Okay. Wenn die meinen, dass sie uns angreifen müssen, dann sollen sie es halt tun. Ah, Hauptsache, wir schalten die Raketen aus, bevor die. Okay, die haben das erste Mal geschossen. Und direkt auf den Antrieb. Das ist nicht so schön. Mal wenigstens sind die Raketen jetzt down. Na, na, schlecht. Eine Waffe muss auf jeden Fall noch runter. Gut. So können wir das beibehalten. Dann dürfte es kein weiteres Problem darstellen. Oh, jetzt hat er wieder zwei Waffen. Oh, drei Waffen. Jetzt versuchen sie natürlich zu fliehen. Das wird ja wohl nichts. Oder? Worauf schießen wir zuerst? Ah ja. Dürfte alles ausreichend sein. Und yep. Tschüssi. Das war mal. Oh, geil, wir haben mal drei Laser bekommen. Aber oh, der braucht ziemlich viel. Den müssen wir noch aufrüsten. Ja. Schön wäre es natürlich. Aber dann müsste ich eigentlich beide Waffensysteme, die wir jetzt haben, deaktivieren. Und noch eins dazu kaufen. Ja, eindeutig besser. Ja. Na gut, der geht jetzt ja nicht verloren, ne? Werden wir mal so beibehalten und erstmal ein bisschen Scrap ansammeln. Naja, wir haben an sich keinen Raketenwerfer. Das könnten wir eigentlich tun. Gut. Ja. Dann hoffe ich, dass das jetzt die richtige Entscheidung war. Achso, Power. Wo kann ich denn was wegnehmen? Ja, die Reparaturdrohne, die könnte ich derweile mal rausnehmen. Die waren natürlich nicht schlecht, also. Ja. Na gut. Hoffen wir, dass wir nicht so schnell wieder überfallen werden. Sonst muss ich die Antipersonendrohne wieder aktivieren. Tja, und wir gehen. Eigentlich wäre der Weg oben besser oder der rechts. Na gut, viel verlieren können wir eigentlich nicht, oder? Höchstens alles. ja. Und friedliche Kommunikation natürlich. Gut. Hey, wir haben jemanden dazu bekommen. Gucken, was uns bei der Quest erwartet. Oh, wir haben leider kein Geld. Das ist natürlich mies. Treibstoff brauchen wir auf jeden Fall, aber den Rest können wir uns leider nicht kaufen. Ein Notruf. Und noch eine Quest. Ja. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Ah, zwei blaue Antworten, das ist sehr schön. Na, dann reparieren wir doch mal deren Verteidigungssystem. Das ist doch immer eine gute Idee. Jetzt ist der rote Balken natürlich sehr dicht auf. Es könnte sein, dass er beim nächsten Mal schon das Exit erreicht. Das ist ein bisschen sehr knapp. Puh, wo geht's denn jetzt hin?
Na, muss ja eigentlich runter. Aber es ist eigentlich egal, ob ich jetzt rechts, links runtergehe. Solange beide zum Exit führen. Aber die Quest. Ah, die Quest. Was kriegen wir hier? Oh, eine Falle sozusagen. Okay. Ja. Hauptsache, wir brauchen jetzt nicht zu lange zum Aufladen. Weil die haben ja Raketen. Ansonsten müssen wir doch die anderen nehmen. Noch haben wir die Entscheidungsfreiheit. War, glaube ich, sinnvoller, das jetzt zu machen. Gut. Komm, Ionenwaffe, lade dich schneller auf als der blöde sein. Nein, nein, nein. Ach, Treffer. Aber gut, wenigstens kein wichtiger Raum. Und brennen tut scheinbar auch nichts. So, damit ist er wehrlos. Heißt es nur noch abwarten. Na los. Du baust deine Waffen ja nicht wieder auf. Das gibt's nicht. La la la, er ist tot. Schön, schön, schön. Ah, und wir haben ein bisschen was bekommen. Das ist auch schön. Da können wir vielleicht was aufrüsten. Antrieb wäre auf jeden Fall sinnvoll. Schilde. Ja. Am Anfang ist eigentlich alles sinnvoll. Hey, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Rebellen. Ich hoffe, das überleben wir. Sie versuchen zu fliehen. Na gut, eigentlich könnte es ihnen jetzt egal sein in dem Moment. Weil die Rebellenflotte eh den anderen Punkt erreicht hat. Bevor wir am Ende ankommen. Oh, wir haben ja sogar noch jemanden dazu bekommen. Will. Ach, haben wir Schulze eigentlich schon mal begrüßt? Ne, wahrscheinlich nicht. Autsch. Aber gut, Drohnenkontrolle, da können sie ruhig drauf schießen. So, wir spielen das alte Spiel. Oder? Wollen wir die auslöschen? Aber das könnte ganz schön ins Auge gehen. Naja, wer nicht auf Risiko spielt, hat schon verloren, nicht wahr? Nein. Ein bisschen Spaß muss sein. Sie gingen vorbei, die Rakete, das ist sehr schön. Eigentlich müssten wir beides ausschalten, den Antrieb und die Raketen, aber das werden wir wohl nie richtig hinkriegen. Ah ja, wir werden immer was reparieren, leider. Ah, jetzt hauen sie gleich ab, schade. Die werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ja. Ja, und noch eine Rakete zum Abschluss, war ja klar. Und in die Waffenkammer, Mist. Naja, wir haben eine Reparaturdrohne. Die macht das schon. Komm, kleine Reparaturdrohne, danke. So, wir sollten vielleicht mal unsere Leute verteilen. Ja. Also, nochmal, begrüßen wir Schulze an den Schilden und Will an den Waffen. Auf gute Zusammenarbeit, Jungs. Weiter geht's. Jetzt stellen wir uns den Rebellen. So, im Prinzip heißt es einfach nur abhauen. Da wir das aber nicht können, heißt es kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Beziehungsweise einfach die Systeme des Gegners so lange down halten, bis wir fliehen können. Oh, scheiße, er hat zwei Schilde. Verdammt, damit kommen wir nicht durch. Eigentlich müssen wir den Laser aktivieren. Tja, ja. Naja, egal. Abwarten, hoffen. Ich will nicht sterben. Ah, eine Eindringlinge. Kombinieren gleich alles, was sie haben, ja. Verdammt. Er soll jetzt nochmal gucken, wo die Eindringlinge sind. Nicht, dass ihr euch wundert, er soll eigentlich nicht kämpfen. Aber ich wollte von den Waffen niemanden abziehen, weil die ja schneller aufladen, wenn jemand drin ist.
Ah, okay. Okay, es wäre natürlich auch eine Variante. Er könnte jetzt in der, naja, in der Krankenstation sterben, sei ehrlich. Na gut, dein Laser kommt zum Glück noch nicht durch. Hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber die Waffen sind wenigstens angeschlagen. Gut, dementsprechend kann er zurück zu den Waffen. Und kein Schuss durchgekommen, das ist super. So, zurück zu den Schilden, Schulz. Gut gemacht, Will. Du hast ihre Waffen deaktiviert. Das ist sehr schön. Jetzt heißt es eigentlich bloß noch abwarten und Tee trinken. Und das wenigstens ein Treffer, Will, das war schön. Du musst ein bisschen schießen lernen. Aber gut, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du bist ja jetzt erst an den Waffen neu ausgebildet, also passt schon. Ja, mal sehen, was uns im nächsten Sektor erwartet. Diesen haben wir ja ganz gut gemeistert. Ich muss bloß bald den Sauerstoff aktivieren, sonst wird es langsam knapp. Ein Treibstoff, wow. Ah ja, Sauerstoff, komm. Das Schiff ist schon rosa. Ja, bisschen warten, aber warten ist natürlich langweilig. Also, zwei Piratensektoren. Danach sieht es ziemlich gleich aus. Oh, ein bisschen besser. Aber nur minimal.